Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Oberflächlich betrachtet gleicht ein Ei am anderen. Doch gibt es Unterschiede, oder Herr Berger? Das ist richtig. Bei Coop hat der Konsument das erste Mal die Wahl zwischen in- und ausländischen Eiern. Wenn er sich für die einheimische Ware entscheidet, kann er wieder wählen, und zwar zwischen der Klasse A zum Kochen und Backen oder der Klasse Extra für den Frischkonsum. Der grösste Teil dieser Eier kommt heute übrigens aus Boden oder artgerechter Freilandhaltung. Von Lieferanten aus der ganzen Schweiz treffen die Eier mit Kühlwagen in den Coop-Verteilzentralen ein. Dort werden sie von erfahrenen Mitarbeiterinnen gründlich auf eventuelle Schäden kontrolliert, sortiert, abpackt und für einen Weitertransport in die Läden parat gemacht. Und wenn Sie das nächste Mal, wenn Sie Eier kaufen, nicht wissen, ob Sie braune oder weisse nehmen wollen, die Qualität ist die gleiche, nur die Hühner sind verschieden. Die Bäckermeister von Coop sind zurzeit besonders innovativ und warten schon wieder mit einer neuen Brotsorte auf. Es handelt sich um das Haferkleienbrot, das ausser köstigem Rauchmehl auch Haferkleien und Haferflocken enthält und uns mit den für Gesundheit so wichtigen und von den Ernährungswissenschaftlern immer wieder empfohlenen Nahrungsfasern versorgen. Wie man übrigens weiss, haben sich schon die alten Eidgenossen, alles kräftige Leute, hauptsächlich von Hafer ernährt. Warum also nicht an die alte Tradition anknüpfen und beim Brotessen gleichzeitig etwas für Gesundheit tun? Das neue Haferkleienbrot ist auch der Coop Kaffee immer wieder ein Erlebnis. Eine von den 6 Kaffeemischungen, die in der Coop jeden Tag röstfrisch anbietet, ist der Mezzo Mezzo. Mezzo Mezzo ist ein Kaffee aus hochwertigen Arabica-Sorten mit einem vollen, kräftigen Aroma, aber mit 50% weniger Koffein. Wenn Sie also zu denen gehören, die ein bisschen weniger Kaffee trinken, aber ohne einfach nicht auskommen, dann gibt es für Sie nur eins: Umsteigen auf ein Mezzo Mezzo. Guten Abend miteinander. À la minute, heute mal ein bisschen anders. Ohne Fleisch, aber trotzdem abgerundet. Ich will Ihnen nämlich eine feine Käseschnitte vorschlagen. Lauch habe ich in sehr feine Ringel geschnitten und ein paar Minuten in einem Esslöffel Öl gedämpft. Jetzt vermische ich den geriebenen Greyerzer mit dem Lauch, einem halben Becher Halbfettquark, einem Ei und würze mit Pfeffer, Paprika, Knoblauchpulver und Salz. Als Unterlage nehme ich Vollkorntoastbrot. Die einzelnen Scheiben mit wenig Weisswein beträufeln. Und dann die Lauch-Käsemasse darauf verteilen und glatt streichen. Jetzt kommen die Käseschnitte für etwa 20 Minuten in den Ofen. Und dann können Sie sie mit einem grünen Salat als Beilage servieren. Sicher werden Sie das feine Rezept ausprobieren. Es steht wie immer in der Coop-Zeitung. Seit rund 8 Jahren dürfen wir Ihnen hier im Mittwochstudio jede Woche ein neues Rezept vorstellen. Jetzt sind die 100 besten davon ausgesucht worden und in dem handlichen Buch zusammengefasst. Coop offeriert Ihnen zu einem wirklich einmalig günstigen Preis. Und wenn Sie selber schon alle Rezepte gesammelt haben, können Sie ja jemand anderem damit eine Freude machen. Viel Vergnügen! Machen Sie Ihren Kindern eine Freude. Dieser tolle Lego Basic Koffer offeriert Ihnen Coop nämlich für nur 27 Franken. 100 Gramm Schweizer Raclette-Käse gibt es für nur 1,60 und das Kilo Rind Fleisch gehackt für nur 10,50. Dazu bekommen Sie jetzt alles, was der Samichlaus für einen guten, gefüllten Sack braucht, besonders günstig. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 500 Gramm süße Lind Kirschstängeli für nur 16,20. Mit diesem Angebot sind wir am Schluss vom Mittwochstudio. Wie immer, danke fürs Interesse und auf Wiedersehen.